Ja, lauf! Digga, lauf doch! Spaß, Alter! Konnichiwa Leute, Thunder Black ist back. Geht ja gut los hier. Ich habe mir immer noch nicht meinen Sena geholt, Alter. Egal, der wird zwar abbiegen, aber ich filter trotzdem. Leute, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Abos. Und den krassen Support, also in kürzester Zeit, ich glaube, wir sind jetzt bei 135 Abos. Wahnsinn. Und euer Feedback auch echt nice. Wie gesagt, ich bin ja noch neu dabei, aber ich gebe mir echt große Mühe. Auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich das mal gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Ohne Witz, ne, es gibt nichts Ekligeres als Seitenwind bei einer Supersportlermaschine. Muss ich echt sagen. Also das Motorrad versetzt sich einfach so heftig. Die haben hier abgesperrt. Bin ich ja mal gespannt. Ob wir denn überhaupt zum Brandenburger Tor kommen. Das war schon wieder irgendeine Demo oder so. Nicht mal wieder dahin stellen, wo die Fahrradfahrer sind. Ich bin von da gekommen, ich musste den Umweg fahren und da ist ja alles gesperrt. Echt? Also ich bin dran nach vorne gefahren. Nice, mir ist einer vor das Motorrad gelaufen. Hätte ich auch fast mitgenommen. Wie heißt du auf Instagram? Charlie.rjzk. Siehst du, wisst ihr gleich Bescheid, Leute, könnt ihr gleich mal followern. Ich glaube einer auch. Aber ich glaube, das ist ja so eine Anti-Maske. Hier standen wir auch letztens, obwohl wir von der Polizei weggejagt werden, werden ein paar Strafe zahlen müssen. Weil du hier nicht stehen darfst mit dem Vorrat. Der nicht belügt, ausbeutet, beschimpft, verleumdet, ausspielt. Also ich komme von hier sozusagen, von da. Dann bin ich da reingefahren. Dich bevormundet, ängstigt und an deine Freiheit beschränkt, ist nicht dein Freund! Und der will es auch nicht sein! So jemanden sollte man nicht vertrauen oder gehorchen. Gucken wir doch mal, wo der herkommt. Als Kinder gehorchen wir den Eltern, die uns sagen, was wir dürfen und was nicht. Dann sagt man uns in Kindergarten und Schule, was wir zu tun und zu lassen haben. Wenn wir arbeiten, gibt der Chef seine Orders. Er kauft nicht nur unsere Zeit, sondern auch unseren Gehorsam. Mit den Gesetzen werden wir früher oder später bekannt gemacht. Mehr oder weniger drastisch. Auch ihnen und denen, die sie durchsetzen, lernen wir zu gehorchen, mehr oder weniger freiwillig. Wir lernen von klein auf zu tun, was man uns sagt. So viele Leute, denen wir gehorchen sollen. Möglichst ohne zu fragen, warum. Wir sind daran gewöhnt und merken nicht, dass wir es automatisch schon tun.
Also gehorchen wir ohne Zögern dem Diktat der Mode, der Werbung, den Meinungsmachern in Politik und Medien. Wir warten quasi nur auf Anweisung von oben, parieren ohne nachzudenken und vergessen dabei, dass wir in erster Linie unserem Gewissen und unserem Rechtsempfinden gehorchen müssen. Wo waren wir? Nein, ich bin bei. Wir sehen so oft, dass unsere Karo. Voila. Voila. Du da drauf kleben. Das ist ein Autoluftabdrücker. Ein was für ein Ding? Ein Autoluftabdrücker. Ein Autolüfter? Autolufterfrischer. Wozu hast denn du einen Lufterfrischer draufkleben? Was? Wozu hast du einen Lufterfrischer da draufkleben? Und zwar, den hat mir mein bester Freund als Glücksbringer mal ans Nummernschild gehangen. Da konnte er nicht hängen bleiben, deswegen ist er jetzt da. Okay, siehst du auch Parktickets? Was? Wo machst du die Parktickets hin? Warum Parktickets? Naja, du hast einen Autolufterfrischer, da muss auch irgendwo ein Parkticket hin, wenn du dir meinen ziehst. Ja. Ich mach mal eins immer hier rein. Ja, ich esse meine Hörst du geradeaus? Alter, fahr ich hier noch fast rein, Alter. Können ja mal kurz gucken gehen. Ist ja nur ganz kurz. Kannst auch hier bleiben, wenn du willst. Mit Bike hier hinfahren können. Ja, wollen wir? Bike holen oder wollen wir lassen oder? Reinfahren oder reinlaufen? Ha? Laufen, fahren, was? Nee, ich meine, also wolltest du jetzt hier noch chillen, dann können wir auch Bikes herholen. Ja, okay. Oder willst du fahren? Ich bin jetzt einmal rübergelaufen, einfach halt mal gucken, dass wir dann so starten. Kannst du kurz halten? Ja. Komm gut nach Hause, fahr vorsichtig. Du auch, wir schreiben. Tschüss. Los, Alter, haben die sich geboxt, Alter. Es wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr passieren. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Eigentlich haben wir zum größten Teil nur Bilder gemacht. Wenn noch was passiert, halte ich euch auf dem Laufenden. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, würde ich mich sehr freuen. Lasst auch gerne dem Video ein Däumchen da, wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns bis demnächst. Haut da rein.